Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an meine geliebten Geschwister. Wir haben die Frage gestellt bekommen, ist es erlaubt für einen Muslim mit der elektronischen Währung, die sich Bitcoin nennt, zu handeln oder sollte sich ein Muslim gänzlich davon fernhalten? Und ich habe mich zurückgehalten, natürlich eine Antwort darauf zu geben, zumal das Thema ja auch nicht so leicht ist. Wir kommen zwar von der Wirtschaft und haben Wirtschaft studiert, aber dennoch, dieses Thema ist nicht leicht, liebe Geschwister, denn ein Gelehrter, der antwortet, und wir werden euch natürlich in den kurzen Minuten zusammenfassen, was die Gelehrten über dieses Thema gesagt haben. Ein Gelehrter, der antwortet, muss sowohl Wissen über die islamische Scharia haben, als auch über die Wirtschaft. Ich möchte euch nicht eine zu schnelle Antwort geben, aber ich weiß, natürlich wollen die meisten schnell wissen, darf man damit handeln oder nicht. Und ich möchte es auch nicht in die Länge ziehen, aber ich möchte euch aus den Ansichten der Gelehrten etwas zusammentragen, liebe Geschwister. Imam Malik rahimahullah ta'ala, er sagte, und das ist eine allgemeine Regel, die unter den Gelehrten bekannt ist, er sagte, alles, was unter den Leuten akzeptiert wird, das heißt, womit die Leute handeln, mit einer Währung, so bekommt diese das Urteil vom Gold und Silber. So bekommt diese das Urteil vom Gold und Silber und ist damit akzeptiert unter den Leuten. Jetzt ist die Frage, trifft das auf die elektronische Währung, dem Bitcoin zu oder nicht? Wir sollten wissen, liebe Geschwister, wir wissen nicht einmal, wie diese Währung entstanden ist, der Bitcoin, Nummer 1. Nummer 2, gibt es nur ein paar gezählte Leute, die darüber verfügen. Und es ist so, dass das keine echte Währung in dem Sinne ist. Und nicht nur das, es gibt kein staatliches Kontrollmechanismus, der diese Währung reguliert, der diese Währung kontrolliert und reguliert. Über eine Preisstabilität brauchen wir erst gar nicht zu reden. Und jeder, der den Preis von Bitcoin verfolgt hat, kann dieses bestätigen. Liebe Geschwister, letztendlich kann derjenige, der den meisten Anteil haben, einfach diese Sache beenden und dann können die Leute nicht mehr damit handeln. Dann können die Leute nicht mehr damit handeln. Das ist wie ein aufgeblasener Ballon, der jederzeit zu platzen droht. Der jederzeit zu platzen droht. Und der Staat, er kann diesen anonymen Geldtransfer, der letztendlich unter ein paar Leuten stattfindet, er kann ihn jederzeit beenden. Der Staat hat die Möglichkeit, das jederzeit zu beenden und dann hat man nichts mehr in der Hand. Insofern, wenn wir diese ganzen Punkte betrachten, und ich sage nicht, dass es nicht doch auch einige Vorteile gibt von dieser elektronischen Währung, doch, die gibt es, aber wenn wir die Fakten auf den Tisch legen, dann kann jeder bestätigen, dass dieses eine sehr heikle Geschichte ist, ohne Zweifel, aufgrund der Gründe, die ich zuvor genannt habe. Und daher, was ich von den großen Gelehrten gehört habe, ist, dass manche sich überhaupt geweigert haben, eine Antwort zu geben und andere gesagt haben, dass das verboten ist. Wir sollten aber wissen, es ist noch keine ausgereifte Währung. Es kann sein, dass es später unter den Leuten als eine Währung akzeptiert wird. Aber wenn wir über den Status quo, über die aktuelle Lage sprechen, dann sollte sich ein Muslim davon klar fernhalten, aufgrund der Gründe, die zuvor angegeben wurden. Und ein Muslim sollte wissen, es ist nicht wichtig, ob er viel Geld mit einer Sache verdient, sondern ob dieses erlaubt ist für ihn, womit er handelt und wie er handelt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer zum Halal leiten. Subhanahu wa ta'ala wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.